gewesen, da zu spielen. Jetzt hat sich das aber aufgelöst. Ich habe alle Trojaner und Viren runtergeworfen, die das Update mitgebracht hat, von Steam. Und habe da jetzt einfach mal, ja, ich habe es neu installiert. Anders ausgedrückt, ich habe es neu installiert. Und ja, es geht wieder. Ich kann wieder spielen. Ich hatte hier auf höchste Auflösung hier. Ohne Einschränkungen oder sonst was. Was will man mehr? Da vorne ist auch noch was, ein Traktor, ein LKW. Ja, dieses Avas, das hat Jan und Janisch gebracht. Jetzt habe ich Watch Dog Antivirus drauf. Das zeigt mir zumindest mal alles gleich an. Aber es zeigt mir sogar Sachen an, die angeblich Viren sind, die ja keine Viren sind. Also, das eigene Windows-System ist angeblich ein Virus. Muss ich nicht verstehen. Ja, aber gut, was soll's. Da muss man durch, wa? Ja, ihr kennt schon an meiner Stimme, ich bin immer noch ziemlich heiser, weil ich den ganzen Tag nur am Husten, Keuchen und Schniefen bin. Jetzt sitze ich hier gerade. Jetzt ist einigermaßen Ruhe. Meine Tochter, die ist jetzt gerade im Bett und versucht irgendwie zu schlafen. Und jetzt ist endlich mal so ein bisschen meine Ruhepause für mich. Weil gestern hatte ich ja nun ja keine Ruhepause, überhaupt nicht. Also da war ja nicht mehr dran zu denken. Weil, ja, Kind hatte Schmerzen, man hat sich da die ganze Zeit drum gekümmert. So, weiter geht's. Ich musste kurz auf Pause machen. Weil meine Tochter hat einige Probleme gehabt. Ja. Sie wollte zu mir, hat sie der Mama gesagt, damit sie spielen kann. Aber es ist Schlafenszeit, da spielt man nicht. Aber das muss man solchen kleinen Rabauken erstmal beibringen. Naja, na gut, ihr geht's auch nicht gut, ich nehme mir jetzt auch nicht übel. Eigentlich wisst ihr das, aber heute. Der hat ja auch Fieber, Husten, Schnupfen. Hört sich an wie ein Sägewerk, wenn sie schläft derzeit. Also, ja, das ist echt schlimm. Aber was ich toll finde, dass Sanke nennt, wie da geht. Dass das nicht mehr hängt. Ich kann ja mal gucken, wie hoch meine CPU-Auslastung ist. Obwohl er noch was uploadet, Sunken Land an ist und OBS an ist, 49%. Nicht schlecht. 49% Prozessorleistung. Nicht mehr die Hälfte. Obwohl ich jetzt so viel geöffnet habe. Deswegen hat mich das so gewundert, warum, wieso, weshalb? Normalerweise mache ich doch sowieso mal gleich mehrere Sachen miteinander. Aber warum? Dachte ich mir nur. So, da ist einmal Schwefel, nehme ich mit. Aber da steckt man auch irgendwie nicht dahinter. Also man rechnet ja auch nicht, dass ein Steam-Update einen Trojaner mitbringt. Also ehrlich, überhaupt nicht. Ja, ich muss ab und zu mal Pause machen, weil ich ja noch stark Husten habe und der sich ab und zu mal beim Quatschen durchdrängt. Zu meinem Nachteil. Ja. Na, ich nehme jetzt alle 4 Stunden, viermal täglich. Ibolizin, um die Entzündung wegzukriegen. Und ja, trinke jetzt sehr viel Tee. Gut, jetzt habe ich gerade eine Cola, weil die Teekanne irgendwo ist, wo ich sie nicht finde. Aber gut. Aber ich habe heute mehrere Kannen Tee getrunken und so weiter. Ja, also. Ich hoffe, dass das natürlich bald besser wird. Und dass meiner Frau auch besser geht. Und besonders meinem Kind. Damit wir sie dann rechtzeitig in die Kita schicken können. Damit wir uns auch noch ein bisschen erholen können. So.
Alter, ja, krank sein und Erholung mit Kind ist immer ein bisschen schwierig. Weil man hat ja, man muss das Kind, ja, das Kind muss immer irgendwie bespaßt werden. Man muss ja immer dafür sorgen, dass es dem Kind gut geht. Und da vernachlässigt man natürlich seine Bedürfnisse und so weiter. Und wenn man ein Kind hat, geht man darauf ein. Dann macht man das. Man möchte, dass es dem Kind gut geht. Ja, jetzt ist aber das Problem, dafür geht es uns ein bisschen schlechter. Deswegen wollen wir erstmal, dass das Kind so schnell wie möglich gesund wird, damit es dann in die Kita kann, damit wir dann erstmal gesund werden können. Damit wir dann wirklich abschalten können am Tag. Ja, also ich habe mich gerade von der Lungenentzündung erholt. Da bringt meine Tochter die nächste Seuche mit nach Hause. Also ich sage gerne Halleluja. Das muss nicht unbedingt sein. Bin ich der Meinung. So, einmal hier. Na, dann gehe ich das mal hoch zu dem Boot und lagere das erstmal alles ein. Erstmal muss ich finden, das Boot. Oh, cool. Nee, dich nehme ich mal weg. Das ist ja cool. Hab gleich hier oben gelagert, hier unten eingeparkt. Ich habe es wirklich 3, 4 Tage lang gesucht, wo das Problem bei Sunkenland war. Und auf einmal, ja, wurden meine Profile gehackt. Wurde, was soll ich sagen? Kam auf eBay Kleinanzeigen, was will denn der jetzt hier von mir? Irgendwelche Nachrichten, wurde in meinem Namen geschrieben, dass irgendwas gekauft und bestellt werden soll. So nach dem Motto Geldwäsche und so weiter. Habe ich natürlich gleich regeln können, war bei der Polizei, habe eine Anzeige gegen unbekannt gemacht, dass ich gehackt wurde. Wenn der jetzt das nächste Mal ankommt, dann bin ich auch vorbereitet, wa? So, Dankeschön. Geht mir nämlich gerade ganz schön auf den Sack. Okay. Ich brauche die Axt wahrscheinlich sowieso. Wir gehen erstmal rechts, dann links. Erstmal der rechte Weg. Das ist meistens richtig. Dann der linke Weg ist eine Ausweichmöglichkeit in den Spielen. Das ist irgendwie, hat gefühlt wie ein Straßenverkehrssystem, habe ich manchmal das Gefühl. Einmal mitnehmen. Nö, aber hier ist was. Diese Schule hat enorm viel Material, muss ich sagen. Na komm. Vielleicht finde ich ja noch ein altes Brot hier drin, ne? So, warum hat er mir jetzt die Axt angezeigt? Ist ja was auf der anderen Seite zufällig? War so. Mein Holzraum, den kriege ich auf jeden Fall bald voll. Super. Na dann. Geht's hier weiter? Ach, hier ist auch noch Schrott. Meine Güte. Wir müssen mal ordentlich aufräumen. Oh, ich höre schon wieder meine Tochter. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder Pause machen müssen. Ja, aber ich brauche auch mal. Also, ich habe heute den ganzen Tag, ich habe die komplette Wäsche gemacht, ich habe die komplette Küche gemacht, ich habe gewischt, ich habe Essen gemacht, ich habe. Alter, was habe ich denn alles gemacht? Müll runtergebracht, mich um die